Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Fishtown Penguins Saison. Und ja, leider führt München mit 3:2. Wir schauen zunächst erstmal auf unsere Topscorer. Topscorer ist Jan Oberstender, Sika Iktic, Kurt Conrad, Markus Viking Starter in der Grünen und Büsing, Virtanen, Skylar McKenzie und Ross Mauermann. Ja, es ist do or die jetzt schon fast. Ja, okay, es steht noch 2-3, bisher haben immer die Auswärtsmannschaften gewonnen. Und es ist ja schön, wenn das jetzt hier noch so ist, aber dann die Heimmannschaft endlich gewinnt. Und ich habe nicht erwartet, dass das hier so eng wird gegen München, weil wir eigentlich eine richtig starke Saison hatten. Aber wir sehen es selbst, das hatte ich glaube in der ersten Playoffs-Folge gesagt, Playoffs ist ein komplett anderes Gefühl. Playoffs hat komplett das anderes Spielsystem. Da wird fallen kaum Strafen, fallen manchmal kaum Tore. Die Spielzüge sind überlegt, da gibt es kaum Fehler. Und wenn, werden die eiskalt bestraft. Und ja, Jan Urbas mit der ersten Chance wird Tarnen, aber beide Schüsse werden geblockt. Jetzt Lukas Käble, Ben Street, Jan Urbas, Blam und Urbas ist dazwischen, kriegt den Puck noch nicht, Elis. Ja, wir müssen versuchen, die erste Reihe hier gut in den Griff zu bekommen, weil die ist wirklich die Reihe, die bei München fast schon immer die Tore macht, muss ich sagen. Ist mir jetzt so aufgefallen, sage ich mal so. Käble auf, Jack Virtanen. Schade. Und was ich euch noch sagen will, und zwar schaut am Sonntag oder schaut erstmal die letzte Folge von Iserlohn an. Das ist eine Folge, die wollt ihr nicht verpassen. Deswegen schaut die euch an, einfach an. Schaut es euch an, ob wir in die Playoffs kommen, und schaltet dann am Sonntag ein zu den, ja, ich will es jetzt nicht sagen, aber ich habe es so halb schon gesagt, jetzt Smith, wichtig. Einfach angucken, es ist eine geile Folge, ich finde es bis zum Ende ist das spannend und das ist auch was Cooles so. Jetzt Progisa, der zieht ab, viel Verkehr vor Niederberger, der da wenig Sicht hat, McKenzie geht dazu, ja, hart in den, oder nicht zu hart in den Zweikampf, sondern foult halt den Gegenspieler und somit ist München in Überzahl für 2 Minuten. Und wir müssen jetzt hoffen, dass wir hier nicht ein Gegentor bekommen. Preto hat da viel Zeit. Stark auf Gregory Kreuzer. Ja, schade. Friesen. Super gegen Blam. Auch hier doppelt super gegen Blam, aber kommen leider nicht ran. Eder. Super gemacht. Friesen gut dazwischen. Blam. Sehr stark von Preto. Und jetzt Philipp Preto. Kann jetzt natürlich. Können wir erstmal wechseln. Preto macht das überragend. Wo ist der Puck? Schade. Hager holt sich den Puck auf Eder. Und jetzt der 2 auf 1. Eisenschmied, aber der Stürmer ist noch da. Ah ne, Jensen, der Verteidiger. Jeglitsch auf Mauermann. Der Fehler von Ross Mauermann. Achtung, Ross Mauermann verliert den Puck. Aber Grönlund holt sich den. Und wir spielen es gut runter. Jeglitscher Puck. Wichtig, abseits. Ich dachte, der Acker, der holt sich da den Puck. Aber am Ende ist es wichtig, dass wir jetzt hier erstmal weiterhin nicht in unserer Zone gleich sind. Aber jetzt sind wir es wieder. München hat auf jeden Fall noch. Es kann jetzt fallen. De Sousa. Das ist wieder viel Getümmel. Der Puck muss weg. Weil aus dem Getümmel fallen so viele Tore für die Münchner. Und jetzt Justin Büsing bringt den Puck tief. Käble, der geht nach gegen De Sousa, Elis. Stark von Käble. Käble. Auf Brugisa. Und Niederberger mit dem guten Stockhand-Safe. Und jetzt Elis. Brugisa, der tut wieder in die Verteidigung. Oder geht nicht wechseln, geht in die Verteidigung. Zieht das Foul. Am Ende muss er es ziehen. Schade. Jeglitsch. Gegen Hager. Wieder 2 Minuten hat München.
Iglitch verliert. Eder. Eisenschmied. Stark und gut, Grönlund. Rettet da in höchster Not und wir sind zu viert. München mit einem Foul Beinstellen kriegen sie da. Es war auch so obvious, sage ich mal, das musste nicht ziehen. Blam. Blam, Urbass, schade. Und jetzt Smith, super gemacht von Smith. Und Christas Gutlewskis, der hält uns hier im Spiel. Breto auf Jensen, der spielt auf Jan Urbass. Jetzt haben wir nochmal 10 Sekunden Powerplay. Vielleicht können wir uns gleich mal noch festsetzen und vielleicht irgendwie mal wieder Druck auf München machen oder bekommen. Jetzt Sieger Iglitsch gegen Smith. Iglitsch gewinnt es. Und jetzt Brugisa. Ja, schade, setzt sich durch Brugisa. Achtung, das sind sie komplett. Colt Conrad muss mit in die Verteidigung. Aber super verteidigt von uns. Und jetzt Jan Urbass. Ja, wir gehen in die vierte. Urbass. Auf Jensen. Super gemacht, Jensen. Jensen. Ganz stark. Der spielt auf Friesen. Schade. Ben Street. Sinn. Friesen. Hager. Ganz stark. Und jetzt Elis. Elis Street Bit. Na, und da rutscht der Puck irgendwie durch. Das gibt es nicht, dass der Puck da durchrutscht und Gutlewski ist doch noch im ersten Drittel überwunden ist. Und das ist ein Tor, was bitter ist. Ich sag mal, solche Dinger sind Gutlewskis lange nicht passiert. Oder auch schon in der ganzen Serie hat er kleine Mistakes. Das ist nicht gut, weil es ist ein Matchball für München. Wenn München hier gewinnt, haben sie die Serie. Ja, und natürlich haben die 4 Minuten Unterzahl uns irgendwo das Spiel so gegeben. So, wir haben dadurch einfach nicht in die Druckphase kommen können oder irgendwas. Und München hatte jetzt vielleicht auch nicht die Mega-Chancen, aber konnten auf jeden Fall unsere Ausdauer etwas zügeln. Wirtanen auf. Jan Urbass, Pass kommt nur nicht an. Trevor Parks, Jensen. Ja, Elis, schade. Elis. Und ganz stark von Justin Büsing, der da dazwischen ist. Justin Büsing durch die Beine von dem deutschen Nationalkeeper. Und Justin Büsing, unser Youngster an der ersten Reihe, der sich wirklich gut integriert. Hat jetzt vielleicht nicht die Mega-Score. Aber man muss sagen, er spielt super, wirklich. Für sein Alter muss man das echt sehen. Das ist einfach krass. Justin Büsing ist alleine da fast schon durch. Nimmst du Grönlund mit dem Schuss. Wirtanen, schade. De Sousa. Rukisa, Achtung, Smith. Eder, stark gespielt, 2-1. De Sousa trifft. Ganz, ganz stark gespielt, schnell gespielt. Einfach richtig stark gespielt. Direkt die Antwort von München. Hatten auf der einen Seite die Chance, durchaus die Chance zum 2-1. Und im Gegenzug macht München das 2-1. Und jetzt Markus Wikingstar. Schade. Man muss nach dem Bulli immer gleich wach sein, weil es kann ganz schnell gehen. Das haben wir jetzt hier zweimal gesehen. De Sousa, McKenzie, super dazwischen. Brugisa. Verliert den Puck. McKenzie. Jetzt mit Skyler. McKenzie. Immer noch McKenzie. Aber Niederberger. Der hält erstmal. Und versucht jetzt. Oder München will natürlich jetzt irgendwo unseren Druck vielleicht rausnehmen. Aber man muss sagen, wir kommen hier mit viel Druck raus. Trotz der 1-0 hinten. Dann konnten wir jetzt gut im zweiten Drittel bisher spielen, konnten den Fehler nutzen im Aufbau von München. Dadurch resultiert dann irgendwo das Gegentor. Und stark von Kreuzer, aber dann der Fehler. Und das war knapp, ganz knapp neben das Tor. Werlitsch auf Philipp Breto. Breto, schade, Kastner. Das gibt's nicht, wir kommen einfach nicht ran.
Preto. Philipp Preto. Preto, der macht das überragend. Preto auf Kreuzer, schade. Und wir müssen einfach jetzt keine Fehler mehr machen. Wir dürfen auch nicht im Aufbau. Wir müssen das wirklich gut runterspielen, weil es jetzt, München muss am Ende nicht mehr. Wir müssen jetzt angreifen und ich will noch vor dem zweiten Drittel irgendwie den Treffer erzielen. Natürlich jetzt erstmal hinten aufpassen, weil die erste Reihe gegen unsere vierte dran ist. Trevor Parks, Friesen, Schade, Kinder, ganz stark von Nino Kinder. Und jetzt der Konter, Nino Kinder. Ja, schade, wir können uns nicht durchsetzen. Elis auf McWillem, ganz stark verteidigt. Und jetzt Jensen mit der Chance. Jensen spielt tief. Da ist Justin Büsing. Büsing auf Jack Virtanen, aber McWillem passt auf. Virtanen aufs Kurze. Wieder gute Chance. McWillem. Büsing, Urbas und das immer dazwischen. Justin Büsing nochmal. Büsing auf Virtanen, aber Niederberger mit den Stockhand-Safe. Nochmal gute Druckphase von uns und jetzt müssen wir den Schwung vom zweiten, dritten irgendwie mitnehmen. Klar, wir liegen noch hinten, aber am Ende dürfen wir uns trotzdem nicht zu viel Druck machen, weil sonst wird das erst recht nichts. Büsing mit der Chance, Justin Büsing, nein, er scheitert an Niederberger Progießer. Der spielt auf Jan Urbas, vielleicht mal ein Urbas Classic. Wir müssen versuchen, auch hier irgendwie Strafen zu provozieren, dass München irgendwie Strafen zieht. Trevor Parks, super auf Elis, Progießer, ganz stark von Grönlund und allgemein verteidigt auch von Gutlewski. Dann Grönlund, Büsing geht nach Blam, holt sich den Puck, Street, Progissage, super dazwischen, kann Elis nur stoppen, aber den Puck nicht abnehmen, aber jetzt am Ende Grönlund, ganz stark, und jetzt der Konter über Philipp, Progissage, aber wir kriegen da keine Anspielstation. Jetzt Jensen auf Markus Wikingstad, jetzt Jeglitsch auf McKenzie, Jeglitsch wieder. Sieger Jeglitsch. McKenzie, oh mein Gott, was haben wir für Chancen. Und jetzt Tweet, Jeglitsch, ganz stark. Jeglitsch auf Mark. Ah, der Pass in die Mitte kommt, in den Slot kommt nicht an. Jensen auf Markus Wikingstad. Der spielt auf Jeglitsch. McKenzie, Käble. Jensen auf Käble. Der zieht ab. Und wir kriegen es nicht hin, irgendwie mal eine Chance aufs Tor zu bekommen. Jetzt Colt Conrad auf Skylar McKenzie. Der ist durch Skylar McKenzie. Legt auf Colt Conrad und Niederberger. Was für ein Save. Oh mein Gott. Colt Conrad. Jensen. Ja, schade. Arbeitshauser. Konrad Arbeitshauser. Stark gehalten. Und jetzt Mija Verlich. Mit Tempo. Mija Verlich, aber Niederberger, immer wieder ist es Niederberger, was Mauermann, Verlich, ja, können uns nicht durchsetzen, Eder, Käble, Smith, Jensen, schade, Jensen spielt hoch zu Jan Urbas wird gelegt, 2 Minuten kriegt München. Und das ist jetzt für uns die Chance. Wir ziehen nicht den Torhüter, wir gehen nicht das Risiko, weil wir haben jetzt einmal die Druckphase. Und was wird das denn für ein Ende hier? Also wir haben uns das 2-2 verdient. Also es müsste auch schon 2-2 stehen, wenn Niederberger nicht im Tor steht. Aber so ist halt die Klasse von München. Und wieder Strafe für Red Bull München. 5 gegen 3 und jetzt muss es klappen. Wenn wir es jetzt selber nicht hinbekommen, dann haben wir es am Ende auch nicht verdient. Wenn wir es jetzt nicht hinbekommen. Skylar McKenzie gewinnt das Bulli. Virtanen auf Ross Mauermann in den Pfosten. Das gibt es nicht. Ross Mauermann auf Käble. Der spielt auf Füßen.
Puck geht erstmal drüber. Ross Mauermann. McKenzie. Ja, schade. Puck geht da raus. Nein, Jack Virtanen hält ihn drin. Jack Virtanen ganz stark. Virtanen auf Käble. Käble. Auf Skyler. McKenzie, Pass kommt nicht an. Sinn. Puck geht raus. Käble. Und jetzt der Aufbau. Käble auf Jan Urbas. Jan Urbas. Jetzt mit Tempo. Jan Urbas. Super rüber auf Jeglitsch. Jeglitsch. Und jetzt ist Verlitsch da. Und er schießt neben das Tor. Puck geht nicht raus. Jeglitsch auf Verlitsch. Und da ist er drin. Endlich. 2-2. Es ist einfach mehr als verdient. Das muss man doch einfach sagen. 22 Schüsse haben wir. Und wir haben jetzt noch 50 Sekunden Überzahl. Wir können das Spiel hier drehen. Wir haben die Druckphase. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir defensiv trotzdem noch da sind. Oder Achtung geben müssen, Außenpfosten. Und hier ist das, das ist einfach vollkommenes Feuer von uns. Und jetzt Colt Conrad mit Tempo. Der hat das Tempo, wird wiedergelegt. Und jetzt Jan Urbas. Jan Urbas wird gestoppt und München zieht wieder eine Strafe. Ob das hier vielleicht der Druck irgendwie ist, dass sie da irgendwie Sachen machen, die sie eigentlich nicht so oft machen. Aber das kann uns völlig egal sein. Wir haben jetzt die Chance, das Tor zu machen. Käble, der zieht ab, wird geblockt. Ja, schlechter Pass dann von Käble. Und dann Abelshauser bringt den Puck hinter. Und somit ist München dann auch gleich komplett. Jetzt Miha Verlitsch, der ist durch. Miha Verlitsch, Verlitsch. Super Pass, Urbas. Jan Urbas. Wo ist der Puck? Viel Getümmel vor. Niederberger hat den Puck am Ende. Und sie können sich befreien. Käble auf Virtanen. Check Virtanen. Virtanen dreht nochmal ab. Jack Virtanen auf Käble, der spielt auf Jan Urbas, der zieht ab neben das Tor. Und jetzt Jack Virtanen auf Käble, der spielt auf Jan Urbas. Der Schuss kommt und da lag Niederberger am Boden. Virtanen, Abelshauser, starker kämpft und da ziehen wir die Strafe. Warum? Warum, Jungs? Warum nehmen wir nicht Strafe dort? Was ist das denn? Es ist ein besseres Ende gibt's hier fast gar nicht. Also das muss man ja ehrlich sagen. Wir machen es uns zwar gerade hier selber kaputt, unsere Druckphase, aber Trevor Parks holt sich den Puck. Smith, Käble ganz stark. Bittner, Sinn und Jan Urbas. Komm, Jan Urbas, ist noch Zeit. Jan Urbas mit der Chance. Nein, er liegt neben das Tor. Schade, schade, schade. Trevor Parks. Und stark von Brugisa kann sich den Puck nur nicht holen gegen Eisenschmied. Ganz stark verteidigt. Und das Spiel ist aus. Es geht in die Verlängerung. Und das bedeutet nicht 3 gegen 3, sondern es geht 5 gegen 5 weiter eigentlich, wenn wir nicht in Unterzahl wären. Und was ist das für ein Spiel? Wer jetzt das nächste Tor macht, hat gewonnen. Bedeutet Golden Goal, wenn man das so nennen kann. Und Sweet war auf einmal alleine vor Gutlewskis. Den Puck da weg. Jensen. Jensen. Auf Kaidarov, Kaidarov, Kaidarov. Elis. Was ist denn das für ein Spiel hier? Trevor Parks, Elis. Gutlewskis, Jensen. Kaidarov. Mit Tempo, Kaidarov kann sich nicht durchsetzen. Trevor Parks. Und er macht es. München gewinnt am Ende das Spiel mit 3-2 und kommen weiter in den Playoffs gegen uns. Und ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Wir bestrafen uns selbst. Kaidarov verliert da den Puck und wir hatten es selbst in der Hand und leider ist es passiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt gerne unter die Folge, mit wem wir als nächstes die Karriere, die wir mit Bremerhaven hatten, machen sollen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.